Recht herzlich willkommen zur 197. Folge von Simotrans. Ja, wir wollen die Städte weiter ausbauen, hatten wir gesagt. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo wir hier so sind. Wo war denn hier was? Hier war wohl nichts. Das ist die einzige Stadt wahrscheinlich, wo wir nichts ausbauen müssen, ne? Dann gehen wir mal weiter auf diese Karte. Dann gucken wir hier. Da oben ist auf jeden Fall was. Das heißt, wir können ja mal gerade zu Ende gucken erst. Ja, es ist nur da oben was. Dann gehen wir da mal hin und machen da eine Bushaltestelle mehr hin. Gucken wir mal in diese. War das die richtige? Weiß ich nicht. Fahrtanzeiger. Okay, Connections. Status. Via Menge, Via Menge war schon richtig, aber was ich überhaupt suche, ist, wer fährt hier? Statistik? Ne, Connections, hier ist es doch. Radolfzell Ost ist das. Dann lass uns mal gerade in Ost gucken. Entschuldigung. Konrad Adenauer. Ilienthal ist Ziel. Also 1, 2, 3... 4, 5, 6, sind 6. Sind schon genug Bushaltestellen, ne? Das würde bedeuten, wir müssten mal, da wir hier, was haben wir denn hier, Ost, ne? Und dann können wir Nord, Bus Nord machen wir neu auf, denke ich mal dann. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Bus Nord da irgendwie reinkriegen. Wer fährt denn hier an? Einzelfahrzeug, die hier halten keine. Ach, da ist die Linie. Rathausbahnhof ist das. Rathausbahnhof, das ist, was ist denn das dann? Oststraße, Ostdeutsches Rathaus. Und Egerfelder? Okay, dann würde das bedeuten, da können wir den mit reinpacken, oder? Kapellenstraße, dann machen wir wieder Lilienstraße. Wo war die? Die war doch hier irgendwo. Da. Nee, so nicht. Linie ändern, dann geht's auch. Aber brauchen wir jetzt nicht ändern, weil wir müssen erstmal die Bushaltestelle bauen, ne? Sonst klappt das nicht. Gut. Diese Linie ist ja jetzt schon eigentlich abgedeckt. Das bedeutet, wir müssen hier hoch. 50 reicht. Bedeutet, hier auf dem Tunnel würde dann jetzt die Bushaltestelle hinkommen, ne? Genau, dann ist das abgedeckt und da kommt der Postkasten daneben und alles ist gut. So, und dann nehmen wir die Linie, die wir da gerade hatten. Stadtbus. Radolfzell, Rathausbahnhof, die ist es. Linie ändern. Erst noch zum Dingens, Bahnhof. Und dann da oben hin. Passt. Dingens fährt auch Paketwagen, alles ist gut. Gut, dann haben wir das hinzugefügt. Dann ist das hierfür schon fertig. Naja, da werden nicht ganz viel stehen mit einem Häuslein da, aber das ist halt so. Am Anfang wird bestimmt besser werden. So, die Sache können wir auflassen. Karte. Döbeln. Döbeln was Neues. Hier nicht. Hier unten. So, das bedeutet, jetzt muss Döbeln hier irgendwo. Ja, die Bushaltestelle wäre hier im See zu setzen. Na, richtig cool, oder? Das bedeutet. Wir machen das dahin, oder?
Ja, macht Sinn. So geht's ja. Und der Postkasten daneben, alles ist gut, das ist abgedeckt. Gut, dann brauchen wir noch eine Information von dieser Bushaltestelle. Döbeln Ost ist das. Da geht auch noch was dran, ne? Linie ändern. Müssen immer vom Waldweg losfahren. Wo ist denn der Waldweg? Hafen da. Ja, können wir dann da auch machen. Waldweg da und Bushaltestelle da. Passt. Erledigt. Da wird auch angefahren. So, das haben wir schon. Sonst sehe ich nichts hier. Das heißt, Karte wieder auf zum nächsten Städtchen. Ja, dann fangen wir hier an. Dann haben wir hier unten auf jeden Fall was. Karte wieder zu. Stadtstraße hinzu. Und wir können das einfach hier verlängern, oder? Ja, 1, 2, 3. Ich glaube, wir machen 5. Dann die Bushaltestelle dahin. Und den Postkasten dahinter und die Karte ist bis dahin dann abgedeckt. Passt, oder? So, dann Lupe, Bushaltestelle, Connections und Lauter Ost. Aber, warte mal. Kindergarten, Kinder, wieso ist denn hier Kindergarten zweimal? Das macht jetzt nicht wirklich Sinn da an dem Teil hier, ne? Na, Linie mal ändern. Können wir da den bitte einmal rauslöschen, weil ich glaube, der ist da einmal zu viel drin, ne? Und dann sind wir bei hinzufügen. Also 1, 2, 3. Hier ist ja auch schon 5. Das reicht also. Das heißt, da unten sind wir schon mal nicht mehr aufgestellt mit dem Fahrzeug. Das bedeutet, wir machen eine neue Linie, ne? Wo ist denn der PKW-Straße da? Neue Linie. Kindergarten. Fährt nach da und zurück. Und die Linie heißt Stadtbus Lauter. Ja, da gab es ja West und Ost. Dann machen wir da jetzt Stadtbus Süd, oder? Lauter Süd. Schuss. Lauter West, Lauter Süd passt. So, dann brauchen wir noch ein Fahrzeug, was da drauf kommt. Das hatten wir oben in, sag schon, Flotow. Da brauchen wir so einen Bus hier. 53, 88. Eigentlich wäre jetzt hier der effektiv dafür wahrscheinlich, ne? Der kommt jetzt. Ne, der nicht, sondern der. Das war die letzte. Stadtbus. Lauter. Süd. Und starten. Und der muss da auch noch drauf. Rentiert sich zwar überhaupt nicht, aber wird so sein, sonst kriegt er die Post ja nicht weg. Lauter Süd. Starten. Fertig. Okay, die sind dann am Fahren. Jetzt wieder hin da und nochmal die Stadt angucken. Ich weiß gar nicht, ob da noch eine andere Ecke war, wo was hin muss. Hier oben nicht. Hier ist nix. Hier ist alles gut. Hier ist nur Straße. Passt. Dann können wir mal nach da Sondershausen.
Sondershausen hat hier drei Stellen sogar, die da was geworden sind. Hier oben ist aber alles noch gut. Das bedeutet, wir müssen hier eine Bushaltestelle hinzaubern. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das bedeutet, hier muss er hin. Ja, eigentlich müsste sie so. Tja, nur das wäre ein bisschen schwierig mit. Die beiden brauchen wir ja gerade. Das heißt, wir müssen die Straße schon so machen. Und hier eine Schräge irgendwie runter, oder? Land bewegen. Und so bewegen. Und so bewegen. Dann klappt es, denke ich mal. So, dann den dahin. Und den Postkasten daneben. Passt. Okay. Bushaltestelle haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, welcher Bus hier verkehrt. Schauen wir mal hier hin. Süd. Aber 1, 2, 3, 4. Ne, geht noch einer. Einer geht noch drauf. Linie ändern. Das ist der Hirschweg. Der muss da als erstes dran gehangen werden. Und dann diese Haltestelle. Passt. Und gut ist. Und fährt. So, da haben wir die drei auch da drinne. Hier war nix. Hier ist nix. Alles erledigt hier. Hier die Richtung weiter nach Flotow. Hier ist nix. Da ist nix. Da ist nix, aber da oben ist was. Das bedeutet, wir müssen schauen. Stadtstraße. 1, 2, 3. Hier kommt so hin. So muss das passend sein dann. Ja. Postkasten daneben, alles ist gut. Und dann müssen wir gucken, wer hier verkehrt. Können wir mal hier reinschauen. Connector ist Flotow Nord. Und da geht noch einer dran. Das sind nur vier. Können wir gleich Linie ändern machen. Schmiedehafen ist da. Und der kommt dahin. Und alles ist gut. Linie geändert. Bus fährt jetzt auch da oben hin. Hier haben wir nix. Da ist alles gut. Da oben ist noch nichts. Da sind zwar schon ein paar Straßen gemacht, aber noch keine Gebäude. Hier unten in Waldeck haben wir hier ein Feld. Das müssen wir anschließen. Und sonst noch keins. Das bedeutet, wir machen hier einfach eine Haltestelle hin. Auf dieser schicken Straße, weil überlappt so oder so, ne? Also ein Feld hier unten wird immer überlappen. Da kommen wir nicht drum rum. Also den dahin. Und den dahin. Nächstes Mal können wir den Post, diese Bushaltestelle, hier unten was hinkommt, dann weiter rübersetzen. So, dann gucken wir mal, wer hier so verkehrt. West ist das? Das ist ja mehr Süd oder sowas, ne? Aber der hat auch noch eine Kapazität frei. Linie ändern. Karl-Marx-Straße ist da angesagt. Karl-Marx-Straße ist da und die Bushaltestelle ist da. Läuft. Und schließen, 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 angeschlossen. Dann sind wir hier auch durch. Flotow haben wir, Waldeck haben wir, dann gehen wir übers Wasser wieder nach Riedenburg. Hier ist nichts. Riedenburg ist nicht gewachsen. Also wächst schon, permanent und ständig wahrscheinlich, aber nicht
an den Randbezirken. Hier wäre schön, wenn hier jetzt noch was passieren würde, weil warum sollte da nicht was größer werden, wenn da Bushaltestellen sind, ne? Aber so wird man eine eigene Stadt kreieren, vielleicht sozusagen, ne? Naja. So, dann sind wir hier bei Hardexen. Hier ist nix. Hier ist nix. Da oben ist noch was. Da müssen wir noch dieses, was ist denn das? Ein Friedhof. Den müssen wir noch ein bisschen mehr anbinden. Okay. Das heißt, die Straße 1, 2, 3 muss hier so hin. Und so angeschlossen. Und dann eine Bushaltestelle. Kommt dahin. Der Postkasten daneben. So, und da müssen wir jetzt gucken, was wir da mit dem Postwagen, mit der Haltestellengeschichte machen. Ich glaube, hier gibt es nur eine Linie und die wird wahrscheinlich voll sein, oder? Stadtbus Hardexen. Oder? Eins. Nee, da geht sogar noch was. Warte mal. Der fährt hier Baustoffhandel. Nein, Baustoffhandel ist die Hauptstelle, passt schon. Wir müssen also erst die Linie ändern, indem wir den hinzufügen und dann zum Baustoffhandel fahren. Also dahin. Dann passt das schon. Haben wir das auch fertig. Gut, dann haben wir nur noch eine Stadt, die hier Altenau heißt. Nicht Adenau, sondern Altenau. Hier ist alles abgedeckt. Warte mal, hier ist das abgedeckt? Nee, ich glaube nicht, oder? Nicht da drinne. Das ist komisch, oder? Ach so, das ist, weil das über Eck ist, ne? Genau. Weil das über Eck ist, ist das nicht drinne. Hier ist noch eine Bushaltestelle, die hört dann da auch irgendwo auf. Ja, das bedeutet, dieses Stück gehört nach Hardexen. Das bedeutet, wir müssen da doch tatsächlich noch eine Bushaltestelle mehr bauen. Da ist Ende. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Da raus dann, oder wie? Stadtstraße. Warte mal, das ist 1, 2, 3, 4, also dahin. Die Straße geht dahin. 3, da und da. Gut, passt. Bushaltestelle da, Briefkasten davor, abgedeckt. So, ja, jetzt haben wir aber genau, wissen wir Bescheid, wie das mit der Bushaltestelle gerade eben war, oder? Oder geht da noch einer? Jetzt müssen wir den umstrecken. Statt Bus Hardexen müsste da oben sein. 1, 2, 3, 4. Ja, es geht noch einer, ne? Linie ändern, den und dann dahin. Beim nächsten Mal müssen wir richtig umbauen. Passt. So, Hardexen haben wir. Und Altenau hatten wir geguckt schon. Altenau war ja auch abgedeckt, ne? Alles ist gut hier, genau. Hier baut sowieso keiner mehr. Wenn geht es hier vielleicht noch weiter, aber das ist schwierig, weil der da keine Straße hinsetzen kann. Genau so ist es. Die bauen dann hier vielleicht noch Lücken zu. Hier werden sie nicht rüber wegen zweigleisig, hier auch nicht. Hier oben breiten sie sich vielleicht noch ein bisschen aus. Gut. Karte, ja, da waren wir schon, ne? Da haben wir angefangen, oder? Ja, hier ist nichts, was wir noch abdecken müssen. Das ist alles schon drin. Gut, dann sind wir damit durch. Haben wir geschafft, oder? Gut, dann sind wir mit dem Bushaltestellen ausbauen wieder durch. Nächstes Mal gucken wir uns dann wieder eine Haltestelle an, die wir optimieren können oder sowas. Und ja, dann
Gucken wir. Alles klar, würde ich sagen, sind wir für diese Folge durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, herzlich willkommen, schreibt rein, was ihr so gut findet, schlecht findet. Da hatten wir ja gerade jemanden, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er hieß. Ich finde komischerweise auch den Post nicht wieder, weil in YouTube ist der komischerweise verschwunden, der da mit der DAT-Datei ein Problem hatte. Und ich habe ja dann versucht, da mal einen Tipp zu geben und ja, letzte Information war dann halt, dass ich ihm da nicht so wirklich weiterhelfen konnte und er sollte doch mal in den Browser reingucken. Ich schau mal gerade. Der Matthias war das, jetzt weiß ich's wieder. Und der Matthias, ja, der hat ein Problem mit der DAT-Datei bzw. Package-Datei, die da fehlt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie sie sind. Vielleicht weiß jemand anders das und kann da mal darauf antworten. Der Pumuckel, der programmiert doch selber hier oder sowas. Beziehungsweise nicht programmiert, sondern macht Bilder hier und so. Und wäre schön, wenn er da vielleicht was zu sagen kann. Gut, dann würde ich sagen, teilt das Ganze noch überall, wo ihr Lust habt, damit andere auch noch darauf kommen, dass Simotrans hier Video gestreamt wird. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!